Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Trading-Video. In diesem Video, da werde ich anhand einer kleinen Geschichte und diesem Live-Trading-Beispiel darüber sprechen, wie Small Caps funktionieren. Die Mehrheit der Small Caps weist wenig Bargeld, eine geringe Marktkapitalisierung, eine begrenzte Anzahl an handelbarer Aktien sowie Altaktionäre und Dilution auf. Letztendlich wird der Aktienkurs nachgeben. Doch zu welchem Preis? Es ist bekannt, dass der Streubesitz tatsächlich begrenzt ist. Häufig beobachtet man bereits vor Handelsbeginn eine mehrfache Umschichtung. Diese Rotation kann ein- bis zweimal oder sogar um den Faktor 10 bis 100 erfolgen. Und wenn wir uns hier jetzt den Volumenbar anschauen, bei diesem Gap, da haben wir ein Volumen von 30 Millionen im Vergleich zu den Vortagen. Da war gar nichts. Und jetzt 30 Millionen, das ist Float Rotation. Ein Unternehmen könnte aufgrund von Pressemitteilungen, beispielsweise zu einem neuen Produkt oder einer Studie, an Wert gewinnen. Jedoch zeigt eine Bilanzprüfung oft Zweifelhaftigkeiten auf, die jedoch nicht davon abhalten, den Aktienkurs erneut in die Höhe zu treiben. Ein Blick auf die Historie und Stats der Aktie zeigt, dass sie tendenziell um mehr als 40% steigt, um dann in den ersten Minuten des Handels zu fallen. Für mich geht es beim Trading nicht um Ermessensentscheidungen. Trading dreht sich vollständig um Statistiken, Daten und Effizienz. Das kann man bei diesen Aktien alles sehr schön tracken und in den Findings schwarz auf weiß lesen. Du beginnst also daher zu shorten. Es ist nun zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das können wir jetzt anhand diesem Verlauf hier sehr schön sehen. Die Eröffnung. 15.30 Uhr bis ungefähr 16.02 Uhr. 16.15 Uhr. Und die Aktie, die verzeichnet einen ersten Rückgang. Das haben wir jetzt innerhalb dieses Stuffs hier gesehen. Das war der erste Stuff. High of Day Breakout und dann direkt der Abverkauf. Und innerhalb dieser Bereiche zu einer Absorption. Doch diese wird nicht beachtet, da der Fokus auf dem Short liegt. Ein Fehler scheint unmöglich. Man ist schließlich ein Daytrader und sieht nur noch einen möglichen Weg. Der Short Interest ist auf keiner Website genau bekannt. Doch bedenkt man, wie viele Short-Positionen heute Morgen eröffnet wurden, könnte dieser Prozentsatz viel höher liegen als vermutet. Der Ticker, der zeigt jetzt wenig Verkaufsdruck, während die Nachfrage stabil bleibt. Du hältst und entscheidest dich weiter zu skalieren. Die Aktie, die steigt dann wieder, wie hier schön zu sehen, über Reverb. Und dann kommt der nächste Abverkauf. Und das werde ich dir jetzt gleich abspielen. Bloß, dass du ein Verständnis hast. Wir sehen hier einen Doppelboden, hier jeweils eine Absorption. Dann handelt die Aktie mit sehr hohem Volumen überall von Reverb, also ein starker Pullback wie aus dem Nichts. Es zieht mit hohem Volumen der Preis an und daraufhin dann der Stuff. Und hier stellt man sich dann die Frage, wie aus dem Nichts? Gab es irgendwelche Anzeichen, die man ignorieren wollte? Das sind nämlich solche Fallstricke, die Trading-Anfänger machen. Man muss hier wirklich die Price-Action und das Szenario beobachten. Und nicht nur aufgrund von Dilution den Short suchen. Denn dann kann man in die Falle tappen und wird aus der Aktie gequetscht durch einen Short-Squeeze, weil es halt einfach jeder macht. Und das wissen auch die großen Marktteilnehmer. Das war das Stuff. Wir können das Ganze nochmal abspielen. Mit hohem Volumen wieder hier drüber reingehandelt und dann der Abgabedruck. Und hier stellt sich dann die Frage, kann man Manipulation erkennen? Die Aktie könnte nun entweder fallen oder steigen. Und alle ausquetschen. Es hängt wirklich davon ab, wie viel Nachfrage noch bereit ist zu drücken. Schön zu sehen anhand diesem Bereich, einmal hier das hohe Volumen, das Stuff und dann einmal selbes Spiel hier.
Hier haben wir auch den Soak gesehen, dann hier extremer Abverkauf, aber innerhalb dieses Levels Absorption und eine Bodenbildung. Wie gerade gesagt, Small Caps werden von großen Händen bewegt, aber auch vom Verhalten der Retail-Trader, die das perfekte Szenario für Short-Squeezes schaffen. Man hat die Macht, jede Position zu schließen, die Manipulation zeigt und innerhalb des eigenen Risikolevels liegt. Das ist die größte Stärke eines Traders, die Fähigkeit, das Risiko zu kontrollieren. Das ist auch der Grund dieses Videos, diese Geschichte, die ich dabei jetzt erzähle zur Price Action und wie sich manche Trader beispielsweise verhalten. Und je besser man die Price Action liest, das Marktszenario versteht und ein Playbook von Setups hat, die helfen, Squeezes vorherzusehen, desto strikter muss die Disziplin sein, da bereits ein einziger Squeeze das Konto für immer verbrennen kann. Schauen wir uns jetzt den Short Squeeze an. Und da haben wir den Short Squeeze. Innerhalb dieses Bereichs immer schön geschortet, dann die Shortseller hier reingelimmt und dann doch ausgebrochen. Ja, und die Shortseller auf den falschen Fuß getroffen. Deshalb muss man eben bei solchen Plays aufpassen und die Price Action richtig lesen können. Denn Dilution allein ist kein blinder Short.
Das war's auch zu diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass ein Like da. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.